Eieieiei. Ups, das ist mir schon fast peinlich, Mensch. Nein, um ehrlich zu sein, ist das nicht. Aber trotzdem müssen wir etwas aus dem gestrigen Video begradigen, liebe Freunde. Die Info, dass Hedera Hashgraph jetzt in Partnerschaft mit BlackRock sei, die war falsch. Entschuldigung dafür, aber ganz ehrlich, ich frage mich jetzt in diesem Moment gerade echt, was Hedera sich zum Fick dabei denkt, es einfach für ihre Zwecke so aussehen zu lassen, als ob es so wäre. Auch meine Telegram-Gruppe. Ey, ich wurde voll indoktriniert, ey. Voll geil, Hedera Partnerschaft BlackRock. Ja, mein Fehler. Ich habe einfach nicht genug geprüft. Alles gut. Ich dachte halt, ist valide. So, wie falsch kann man liegen, dachte ich mir. Aber dieses Marketing, das ist schon hart dreist irgendwie. Fakt ist folgendes, liebe Freunde. Die sind tatsächlich nicht in Partnerschaft. Jonas von CryptoFan, der hat es gestern sehr, sehr geil in seinem Video, hat eine super geile Metapher rausgehauen, was das mit Hedera und BlackRock jetzt ist. Stell dir vor, du gehst zu Rolex, ja? Kaufst dir da was, postest dann ein Bild von dir und deiner Rolex und schreibst als Capture darunter: Ey, hier eine Rolex, ich bin jetzt in Partnerschaft mit Rolex. Genauso ist es mit BlackRock. Die haben im Prinzip einen Scheiß damit zu tun. Was wirklich passiert ist, ist folgendes. Hedera ist hingegangen und hat einfach über einen Zweitmarkt Shares, mit denen BlackRock halt irgendwie was zu tun hat, tokenisiert. Hat sich dann hingestellt und geschrien: Leute, seht her, wir sind jetzt in Partnerschaft mit BlackRock. What the fuck, Bruder? Abgesehen mal jetzt davon, dass der Council von Hedera an sich halt super überkrass ist. Also die weltführenden Unternehmen wie Google und IBM versammeln sich da und geben sich die Klinke. War trotzdem die BlackRock-Geschichte von gestern leider ein etwas, ja, ich würde schon sagen, etwas dreister Marketing-Move. Hat ja funktioniert, liebe Freunde. Kurs ist ja wirklich gut gestiegen. Mittlerweile hat sich die ganze Sache auch wieder relativiert und ist auf fast Zuvorniveaus gefallen. Also ja, wird sich zeigen, ob man sich dadurch jetzt einen Shitstorm holt und denen die Story an sich sogar vielleicht mehr geschadet hat, als genutzt hat. Warten wir es ab, liebe Freunde. Aber meiner Meinung nach ein bisschen uncoole Aktion. So, dann haben wir was zum, Ex-CEO von Binance, unser lieber CZ, liebe Freunde. Ihr erinnert euch, der Brudi, der ist ja im November letzten Jahres als CEO von Binance zurückgetreten und hat halt so mäßig gestanden, dass er die Auflagen der US-Behörden bei Binance bezüglich Geldwäscheschutzgesetz und so nicht eingehalten hat. So, mehr wusste man da jetzt eigentlich nicht wirklich. Ziemlich schwammige Informationen, die einen sagen das, die anderen sagen das. Aber jetzt haben wir hier ein Dokument vor uns. Die US-Justiz, die fordert jetzt 3 Jahre Gefängnis plus. Ihm wurde schon die Ausreise verboten aufgrund von Verdunklungs- und von Fluchtgefahr. Das Dumme an der ganzen Sache ist folgendes. Hätte er nicht ein paar sehr brisante und sich selbst belastende Sätze getroffen, könnte man ihn persönlich vermutlich für nichts verurteilen. Aber aus seinem eigenen Mund stammen folgende Sätze. Zuhören, liebe Freunde. Ich bitte lieber um Entschuldigung als um Erlaubnis. Ja, ich wusste, dass wir geltendes US-Recht brechen, aber hätten wir das nie getan, wären wir nie so groß geworden, wie wir sind. Hör mal zu, liebes Gericht. Der Umsatz der letzten 2 Jahre, der hätte so niemals stattgefunden, wenn wir die Gesetze nicht gebrochen hätten. Ja. Damit hat die US-Justiz jetzt anscheinend genug gehört und wird vermutlich die Gitter zufallen lassen. Die Moral der Geschichte, liebe Freunde, Aussage immer verdammt nochmal verweigern. Wenn du doch weißt, dass wenn du die Fresse hältst, die dir vermutlich nichts können, dann halt doch verdammt nochmal die Fresse. Ja, manchmal ist ein sehr ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis auch kontraproduktiv, wie wir an der Geschichte sehen. Danke dafür, CZ, haben wir wieder was fürs Leben gelernt. Jetzt wird es so ein bisschen schwammig, liebe Freunde, anschnallen, weil nichts Halbes und nichts Ganzes, aber wichtig, wichtig ist es trotzdem. Mt. Gox ist eine ganz, ganz alte OG-Kryptobörse, die vor mehr als 10 Jahren kaputt gegangen ist. So, die wurden da Opfer von mehreren Hacks und dann war da halt erstmal zappenduster. Gut für die Leute, die damals ihr Geld verloren haben und schlecht für uns jetzt aus der Gegenwart. Mt. Gox war kein Betrug und hat sich nie vor der Zahlungsverantwortung gedrückt. Von Anfang an war eigentlich klar, wir werden den Leuten, also ich bin jetzt Mt. Gox und ich sage, wir werden den Leuten alles zurückbezahlen auf den letzten Cent, egal wie lange es dauert. Und bislang wurden auch schon sehr, sehr viele tatsächlich bezahlt. In japanischen Yen wurden einige bezahlt, andere haben US-Dollar zurückbekommen und ja, es gibt noch eine sehr, 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 sehr lange Liste an Gläubigern. Wie gesagt, die ganze Sache läuft seit über 10 Jahren. Und das meiste, was man an die Gläubiger zurückzahlen muss, ist in Bitcoin tatsächlich. An der Zahl, genau wie wir hier sehen, 9 Milliarden US-Dollar. In Bitcoin wohlgemerkt. Darum war es aber jetzt 10 Jahre lang ziemlich ruhig. Bis jetzt, weil jetzt melden sich viele von eben diesen Gläubigern, die auf ihre BTC warten und sagen, ey, da passiert was, liebe Freunde. Um genauer zu werden, wurden die Zeitpläne auf den Konten der Gläubiger aktualisiert. Mehr noch nicht. Klingt erstmal ziemlich unspektakulär, aber das letzte Mal, als das passiert ist, hat es exakt 2 bis 4 Wochen gedauert, bis alle, die eben diese Aktualisierungsbenachrichtigung bekommen haben, ihr Geld auf dem Konto hatten.
So geht man jetzt davon aus, dass Mt. Gox sich hier offensichtlich vorbereitet, auch diese Gläubiger, die jetzt ihre Aktualisierungsbestätigung bekommen haben, auszubezahlen. Eventuell morgen, eventuell in einer Woche oder wieder exakt wie damals in einem Monat. Das weiß man eben nicht genau. Faktisch weiß man zumindest erstmal, die haben so eine generelle Rückzahlungsfrist bis zum 31. Oktober. Also bis da soll Mt. Gox sowieso alles bezahlen, aber dass die Gläubiger jetzt genau diese Aktualisierung bekommen, kann auch durchaus bedeuten, dass Mt. Gox große oder mittelgroße Zwischenzahlung vorher tätigen wird in Bitcoin. Und darauf haben sich natürlich sofort einige Analystenhäuser gestürzt und sind auf das Ergebnis gekommen, jap, diese Summen, die können und werden vermutlich was am Bitcoin-Kurs machen. Das Ausmaß, das kann man jetzt natürlich noch nicht betiteln, aber zumindest soll das spürbar werden. Ist ja auch eine Stange Geld, von der wir reden, 9 Milliarden. Auch wenn nicht alles in einem Schlag, aber ja, da muss man sich fragen, inwieweit kann man 9 Milliarden US-Dollar bis spätestens den 31. Oktober, sagen wir, die zögern das sogar noch irgendwie heraus mit Fristverlängerungen und Anträgen bei Gericht und so, 9 Milliarden US-Dollar bis zum 31. Oktober, wie viel Zeitspanne haben wir denn dann jetzt noch? Also kann man das so verwässernd aufteilen, dass man das nicht mehr arg spürt? Boah, schwierige Frage, liebe Freunde. 9 Milliarden ist eine fucking Stange Geld. Dass wir das aber auf jeden Fall einmal alle gemeinsam auf den Radar packen, Mt. Gox könnte bald was passieren, bleiben wir gespannt, ob uns das wieder in ein tiefes Bärenmarkt-Chaos und Szenario stürzt oder ob das ein Fliegenschiss wird, liebe Freunde. Weil ihr wisst ja, im Kryptomarkt gibt es dazwischen nicht sehr viel anscheinend. Eure Erwartungen dazu gerne in die Kommentare, liebe Freunde. Zum Schluss möchte ich für zwischendurch einfach mal als Benefit für die Community darauf hinweisen, dass hier vermutlich sehr, sehr viele unter uns sind, die zu den aktuellen Kursen in Krypto oder wo auch immer nicht investieren werden. Vor allem, wenn sie, und dafür ist ein Bärenmarkt da, wenn sie den Bärenmarkt dafür gut genutzt haben, sich schön die Taschen voll gemacht haben. Meistens haben aber genau diese Leute genau für Dips oder so Geld auf Seite liegen, um reagieren zu können, wenn sich ein Zeitfenster oder eine gute Gelegenheit öffnet. Da mal ein kleiner Tipp von Cousin Marcel. Ihr müsst das Geld, wo auch immer es liegt, auf der Bank oder wo auch immer, ihr müsst es dann nicht tatenlos verstauben lassen. Bei unserem Partner Bitpanda können wir ganz einfach über ein Derivat unser ungenutztes Geld im Cash Plus anlegen. Heißt, wir machen nichts, liebe Freunde, wir lehnen uns zurück und nehmen uns da raus und bekommen trotzdem auf unser Geld 3,14%. Besser, als wenn es da dumm rumliegt und nichts tut, oder? Und ja, weil ich weiß, dass die Fragen kommen werden, es steht auch da, aber man bekommt das Geld natürlich zu jeder Zeit, bekommt man das da wieder raus, weil man damit irgendwie reagieren muss, man will das halt raus haben oder ihr bekommt das Geld raus, zu jedem Zeitpunkt. Da muss man auf jeden Fall keine Angst vor haben, liebe Freunde. Und wer da Bock drauf hat, den Link zu Bitpanda, den findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung oder natürlich auch ganz oben als angepinnter Kommentar. Jetzt würde ich sagen, alle, die neu da sind, gerne am unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden. Dribbelt ein bisschen in Algo, liebe Freunde. Das ist aktuell ein bisschen schleppend. Das verbessern wir mit einem Like, mit einem Kommi, mit einem Algo, mit einem Balgo. Keine Ahnung, liebe Freunde. Ich bin an der Stelle tatsächlich doch schon wieder weg und würde sagen, danke fürs Einschalten, Nacken geküsst und wir sehen uns zum nächsten Krypto-Update, was vermutlich morgen stattfinden wird, liebe Freunde. Ich bin weg, wünsche euch was, reingehauen.